und willkommen zu einem neuen Video von mir, Bastian, dem Wohnprinzen. Ich bin gerade im Spiegellabyrinth bzw. im Kellerlabyrinth des Hotel Montmartre unterwegs. Und was soll ich sagen? Ich kenne die Wege nicht. Man sieht mich überall. Aber den wahren Weg, den sieht man, wenn man sich selbst anleuchtet, gar nicht so gut. Ich war gerade in der Bar und wollte euch einfach mal zeigen, wie toll das da schon aussieht. Und schaut mal, da habe ich jetzt auch noch vor, das werdet ihr, das muss ich in den nächsten Tagen drehen, aber hier gleich in dem Video sehen, eine Glas, Champagner-Glas-Pyramide bauen, beziehungsweise aufstellen. Und jetzt wo bin ich denn jetzt? Bin ich in der Sackgasse? Das ist natürlich scheiße. Ich suche eigentlich nur die Lobby, aber gehe halt jetzt mittendrin. Gar nicht so einfach. Oh Gott. Mein Lieblingsraum ist die Lobby. Schaut mal, wie magisch. Das hier sind übrigens die Hortensien von Homefinity. Die haben wir hier platziert und auch die Palmen. Ich finde, die machen sich richtig gut hier. Und natürlich sind auch hier, zack, 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 auch Palmen. So, hier sieht man jetzt den Kofferwagen, den ich aufgebaut habe. Ich finde, der passt perfekt in dieses Ambiente des Hotels Montmartre. Ich liebe ihn sehr. Total, total cool. Ich muss euch das einmal zeigen. Ich stelle euch mal kurz auf den Eiffelturm. Und dann könnt ihr mal gucken, wie toll man, ich glaube, ich bin, also wenn ihr findet, dass ich ein guter Hotelpage wäre, ne, dann habe ich auch einen Daumen nach oben verdient. Achtung. Ich finde, das ist so cool geworden. Wie gesagt, einer meiner Lieblingsräume überhaupt. Ist wirklich tatsächlich diese Lobby. Und jetzt kann ich euch auch noch mal den Theatereingang richtig zeigen, denn der ist ganz, ganz toll geworden. Schaut mal, wie cool der aussieht. Sieht dieser Eingang? Sieht der nicht einfach toll aus? Ich liebe es. Und das Tolle ist, dahinter ist einfach Wand. Da ist gar nichts. Das ist alles Illusion. Total schön. Das liebe ich an Kulissen. Also wirklich ein ganz, ganz tolles Ambiente. Und ich zeige euch nochmal die Seite da hinten. Ja, die Tapete habe ich natürlich auch ausgesucht. Ne? Die war eigentlich erst in hell geplant. Ich dachte, nee, in dieser dunklen Kombination sieht es viel besser aus. Ich liebe es. So, ich würde sagen, ich stelle den Kofferwagen wieder dahin, wo er hingehört. Achtung. Ja, schnell raus. Ah! Oh Gott. Mann. Ja, so ist das hier. Manchmal ziemlich gruselig. So, ab in die Bar, Champagner-Pyramide bauen. So, ich bin jetzt in der Bar und ich habe euch ja schon gesagt, dass ich die Bar ausgestattet habe. Man sieht hier hinten die ganzen Kristallgläser und auch hier. Und wir haben vor, beziehungsweise ich, eine kleine Champagner-Pyramide zu bauen, die hier in der Bar dann auch stehen soll. Ich werde die jetzt erstmal provisorisch bauen, um dann zu gucken, wie könnte das aussehen, um das dann zu befestigen. Und wir haben dafür, oder ich habe dafür, Nachtmann als Sponsor gewinnen können. Also vielen, vielen lieben Dank. Das ist alles aus der Serie Noblesse. Also eben auch schöne Kristallschalen. Sieht alles sehr, sehr schick aus. Hochwertiges Glas, Kristallglas, aus einer bayerischen Manufaktur, einem bayerischen Glaswerk, was mich sehr freut. Also Nachtmann hat da wirklich ganz tolle Gläser. Und ich würde sagen, ich fange mal an und baue mal so ein bisschen auf, damit ihr euch am Ende auch mal vorstellen könnt,
wie das am Ende aussehen könnte. Das sähe dann so aus. Das wäre eine kleine Champagnerpyramide. Okay, der Tresen ist nicht groß genug, um eine große Champagnerpyramide zu machen. Also bleibt tatsächlich nur diese Variante. So, das ist jetzt die Champagnerpyramide. Ich finde es ehrlich gesagt total cool. Das macht irgendwie was her, ne? So diese französische Bar, die ich hier gebaut habe. Dann in den Schränken überall noch so richtig hochwertig coole Kristallgläser. Also da habe ich wirklich sehr drauf geachtet, dass ich für die Ausstattung der Bar wirklich nur mit hochwertigen Produkten arbeite, denn das ist ja ein Grand Hotel in Paris der 20er Jahre. Das muss schon alles gut aussehen. Ne? Und da haben wir dann auch noch hier so kleine Whiskygläser. Also ich verlinke euch Nachtmann auf jeden Fall unten in der Infobox. Ich bin total verliebt in die Gläser. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt dem bitte einen Daumen nach oben. Ich freue mich. Dankeschön fürs Einschalten. Jetzt sieht man auch noch mal die Palmen viel besser. Guckt mal. Ich muss ja ehrlich sagen, ich bin ein Riesenfan von diesen Megapalmen. Guckt euch mal das an, ne? Wie toll die geworden sind. Jetzt gerade ist das Showlicht aus, denn wir haben noch keine Show. Ich bin noch alleine in der Attraktion, was sehr praktisch ist. Dann kann ich hier nämlich rumdrehen und werkeln. Dann sind noch keine Gäste da. Und ich würde sagen, ich freue mich aufs nächste Video mit euch. Wenn ihr Lust habt, dann schaltet auf jeden Fall wieder ein. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Ich würde mich tierisch drüber freuen. Bis zum nächsten Video, euer Wohnprinz Bast. Vielleicht beim nächsten Mal ja sogar mit Holger. Tschüss.